Hallo zusammen, willkommen zu Cookie Clicker und zwar nicht zu irgendeinem Cookie Clicker, sondern zu dem Mobile Game Variantenscheiß. Also ich habe hier schon ein bisschen gezockt. Ich meine, an sich muss man hier nicht mehr viel erklären. Ist halt die mobile Variante, womit ihr halt euer Handy, euer Tablet kaputt drücken könnt. So, wenn ich jetzt drauf, warum habe ich denn gerade 40 gekriegt? Keine Ahnung. So, more Shop. Also im Grunde wie das Browser-Game, nur dass man hier halt auf sein Handy klickt. Also wenn man irgendwo bei einer Bahn sitzt, kann man hier ganz gut, ganz gerne alles vollklicken. Aber ich hab's halt auf. Ich sehe gerade, ich hab's irgendwie auf dem. WTF, Mann! Ich hab's auf PC gezockt, da waren aber nicht so viele Sachen drin. Oder hat dann ein Update gekriegt? Das wäre ja super krass. Egal, was nehmen wir denn? Powerclicker? Vor allem, wie viel haben wir überhaupt? Wo ist mein Geld? Ah, da oben, 14.000. Ich glaube, ich kann mir noch nicht wirklich was holen, oder? Guck mal, so eine Cookie Farm. Sea Factory, Seabot. 18,6 per second. Ich meine, am Rechner kommt man ja einfach hergehen und das ganze Ding einfach weiterlaufen lassen. Oder halt auch ein bisschen beschleunigen. Oder gab es ja auch diverse Tricks. Hier kann ich ja einfach nur tippen, tippen, tippen. Ich weiß nicht, kann man das irgendwie hören? Denke mal ja. Boah, 102 per second. Achso, das liegt je nachdem, wie schnell ich klicke. Ach so. Das ist ja mal krass. Das hätte ich gerne in meinem Duell gehabt von Gamiano TV, wo wir Cookie-Clicker-Duell gemacht haben. So, aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz auf das nächste Gebäude und zwar die Sea Factory, wären ungefähr 50.000. Danach kommt die S Factory, X Factory, Sea Cloner. Oh mein Gott. Hallo? Achso, und ich denke mal, wenn dieser gelbe Balken da voll ist, dann gibt es einen goldenen Keks, ne, der wieder so einen coolen Boost gibt, teilweise. So, ich würde sagen, wir klicken uns jetzt hier einfach mal nach vorne. Unten kann man natürlich auch alles sharen auf Facebook. Auf More und auf Shop. Und unten ist auch noch so ein Stück Schokolade. Ich habe gar keine Ahnung, was das alles bringt hier. Achso, unten da zu der Schokolade läuft rückwärts. Und oben zum goldenen Keks, da läuft vorwärts. Mann, ich bin aber konfus. Ich würde mal sagen, dass wir uns nicht unbedingt die Factory holen, weil 50.000 ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Da müsste ich jetzt hier noch 15 Minuten labern und könnte dann nur die Factory holen. Wir holen uns gleich noch ein paar andere Sachen zwischendurch. Und klicken uns hier durch. Yeah. Aber schreibt mal rein, ob ihr das hier wirklich mal intensiv gespielt habt. Weil ich meine, Cookie Clicker war ja eine Zeit extremst. Extrem. Mit, ja, wurde halt viel gezockt von allen möglichen Leuten. Oh, 66,6. Nicht, dass der Teufel hier gleich kommt. So. Was haben wir denn noch? Shop. Wir mit 10.500, 600, 700 gleich. So eine Cookie Farm wäre natürlich genial. Obwohl, ich hole mir, glaube ich, so einen Roboter. Und so eine Oma. Was ist hier dieser Power-Clicker? Ich glaube, damit der doppelt zählt, ne, wenn ich drücke. Ach du Scheiße, 12 Stunden Offline-Produktion. So machen die das. Aber man muss das Ding nicht laufen lassen. Man muss nur genug gespart haben, damit man den 12 Stunden offline laufen lassen kann. Da kriege ich mal bestimmt, bei 12 Stunden kriege ich mal bestimmt 90.000 raus. Da hat man 2,5 Gewinn. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal ein bisschen hoch. Wobei jetzt man kann ja eigentlich nicht so viel zeigen, aber so ein kurzes Video finde ich jetzt auch ein bisschen blöd. Deswegen versuchen wir jetzt einfach mal die Schokolade abzuwarten und vielleicht uns zum goldenen Keks vorzuklicken, um zu gucken, was wir dann rauskriegen. Und dann schauen wir mal, was wir bekommen und richten danach aus, was wir noch machen. So. Komm, jetzt mach doch mal schneller hier, zweifach. Ich glaube, ich lege das Ding mal auf den Tisch und tippe mit 10 Fingern drauf. Obwohl, ich habe nicht so viel Multitouch, glaube ich. Ah, doch, geht's. Guck mal, 200 per Sekunde. Ich denke mal, das kann man jetzt auch wahrscheinlich ganz gut hören. Auf die Schokolade abwarten. Boah, das geht ab. Deine Mutter. 8.000. Naja, also mit ganz vielen Fingern drauf tippen, das geht hier leider nicht. Man muss wirklich abwechselnd draufklicken. Oh, jetzt ist der Zweifachkeks weg. Jetzt ist er wieder da. Keine Ahnung warum. So, noch 30 Sekunden, bis wir den Schokoladenkeks haben. Jetzt haben wir 12 Kekse, okay. Und oben haben wir gleich auch den goldenen erreicht. Man muss den, glaube ich, nur erwischen.
So war es zumindest in der PC-Variante, in der Browser-Game-Variante. So, jetzt mal gucken, was passiert. Noch 10 Sekunden, bis wir die Schokolade haben. Na, kleiner Stück Schokolade. Dann warten wir mal 10 Sekunden. So, 3, 2, 1. Okay, was passiert? Ah, jetzt ist da unten Schokolade. Oh mein Gott, zehnfache Anzahl. Ach so, krass. Krass. Ja, krass, Mann. Also, das lohnt sich schon. Jetzt kriege ich vielleicht doch die Factory. Und gleich haben wir den goldenen Keks. Goldener Keks, goldener Keks. Wo 50.000. Bis das ohne Ende ist. Oh nein. Oh, schade, aber goldener Keks ist gleich da. Goldener Keks. Cookie Rain. Da war er. Ach so, hier fallen goldene Kekse runter und die muss man erwischen. Okay, das ist ja geil. Das ist ja hammergeil. Das ist ja schon 100.000. Okay, dann holen wir uns mal doch die Fabrik. Die Sea Factory. Und die können wir uns fast nur mal holen, aber mache ich jetzt nicht. Power Clicker. Yeah. Dreifach. Nur so einzelne Klicker, 17.000 noch, hier noch so eine Farm und jetzt mal sehen. Boah, das geht aber ab wieder. Okay, jetzt weiß ich, wofür die Schokolade da unten ist. Damit hat man irgendwie dann die zehnfache Anzahl und der goldene Keks ist, dann fallen ganz viele goldene Kekse runter, wo man dann nochmal extremen Boost bekommt. Einen extremen Boost. So, okay, das war Cookie Clicker Mobile Variante. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Spiel ist soweit kostenlos, also ladet es euch runter, wenn ihr da drauf noch Bock habt. Also wenn ihr keinen Bock mehr auf euer Handy habt und eure Tastatur oder euer Bildschirm halt platt machen drückt, platt machen wollt, dann ist das genau das richtige Game. Ansonsten schreibt noch in die Kommentare, was ich noch spielen soll und bis im nächsten Mobile Game. Tschüss. Hui.